Neben mir Tamino Bergmeier. Nachdem das Qualifying und das erste Rennen ja gestern nicht ganz so gut ausging, Qualifying hast du mir gerade erzählt, hattest du Motorprobleme, musstest nach einer Runde direkt raus, konntest dich dann von Startplatz 18 auf den 8. Platz vorarbeiten und jetzt im zweiten Rennen, was hast du da gemacht? Ja, ich habe einfach 110% gegeben und ich brauchte auch so ein gutes Rennen, weil ich brauchte Punkte für die Meisterschaft. Ja, es war eines der besten Rennen, die ich gefahren bin. Ich wollte gerade sagen, du bist ja echt von Anfang an bis zum Schluss hast du ja immer 110% gegeben, wie du gesagt hast. Du hast jeden ja auch relativ schnell überholt, warst ja etwas länger dann doch hinter Robert Kindervater. Wie bist du dann doch schlussendlich nur an ihm vorbeigekommen? Ja, ich habe mir als Ziel gesetzt, dass ich den noch bekommen werde. Aber er konnte dann noch dranbleiben und dann wurde es auch sehr eng. Zum Schluss kam er ja dann wieder ein Stückchen näher dran, obwohl er ab und zu mal weiter weg war. Fürs dritte Rennen jetzt, was denkst du, wird da dann passieren? Erster werden. Und ja, Punkte einsammeln. Angst, dass der Robert dich doch nochmal vielleicht überholen könnte oder bist du da zuversichtlich, dass du dir das Ding holst heute? Nein, ich bin sehr zuversichtlich. Gut, das klingt ja schon mal nach einer Ansage. Ich freue mich auf jeden Fall aufs Rennen und danke dir fürs Interview.